Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schrankschloss und hier ist dann noch ein Getriebe mit dran. Also Stangen, die rauf und runter schließen hier. Und ich habe den Schlüssel bekommen. Der Schlüssel schließt nicht. Kann man also sehen, dass hier sich dann noch was bewegt. Jetzt der obere. Das hat irgendwie noch nie geschlossen. Also der. Ist auf alle Fälle so, dass der nicht passt, auch von der Höhe her nicht. Gut, wir machen das Ganze mal einmal auf, um da reinzugucken. Schrauben immer in eine kleine Dose. Jetzt habe ich hier den Schlüssel, dann kann man also sehen hier, der nimmt die obere Zuhaltung gar nicht mit. Der ist rausgeflogen. Der nimmt die obere Zuhaltung nicht mit. Es liegt einfach daran, weil der Schlüssel zu klein ist. Wenn ich ihn ein bisschen höher mache, dann geht das, aber nimmt er die untere nicht mit. Also der Schlüsselbart hier. Der ist einfach zu klein. Gut, ich habe jetzt hier mal eben einen anderen rausgesucht. Erstmal einen ganz normalen. 5,5. Mal gleich gucken, ob ich noch einen 4er habe, sonst nehmen wir den. Und der hat auf alle Fälle die richtige Höhe. Muss ich dementsprechend noch kleiner machen. Der hat auf alle Fälle die richtige Höhe, damit das Ganze hier schließen kann. Ne? Also der Bart ist hier länger in der Höhe. Oder in der Breite und der sollte das dann dementsprechend alles mitschließen. Gut, so, das packen wir jetzt mal beiseite. Dann nehmen wir mal eben die erste Zuhaltung raus. Da mache ich dann auch auf alle Fälle einen Strich drauf. Das ist hier Zuhaltung Nummer 2. Hier haben wir auch Nummer 2 und hier ist Zuhaltung Nummer 3. Damit ist jetzt ups, alles gegeben, damit ich dementsprechend das fertig machen kann. Jetzt wollen wir mal eben was anderes gucken. Ja, also die Höhe hat er, dass er schließen kann. Ja, die Mechanik hier richtet sich auch. Ist auch eine Art, irgendwas umzulenken. Vor allen Dingen läuft das Ganze ohne Zahnräder. Gut, so. Das, was wir jetzt als erstes machen, ist, dass wir den Schlüssel so anpassen, dass der hier auf alle Fälle erstmal reinschließt. Das heißt, ich gucke mal eben nach, ob ich noch einen anderen habe, der ein bisschen besser passt. Wir haben hier praktisch 3,5 haben wir und ich habe jetzt hier einen, der passt da nicht ganz gut rein und den werde ich jetzt auch benutzen. Wir sehen, der müsste eigentlich auch von der Länge hinkommen. Also hier schleift er, kann man sehen. Und dann müsste das mit der Länge hinkommen. Wenn der Kunde nachher was anderes haben möchte, kann man immer noch was anderes machen. Aber zumindest, dass ich erstmal immer einen Grundschlüssel habe. Das ist das, was ich auch eigentlich immer mache. Erstmal einen Grundschlüssel. Wenn ein Kunde irgendwas anderes haben möchte, oder der möchte jetzt gerne diesen beibehalten, dann säge ich das nachher ab. Und dann wird das hier eben halt dementsprechend versucht dran zu löten, eben halt. Gut, so, jetzt geht's los hier. Den erstmal so weit fertig machen, damit er hier überhaupt durchschließt. Ist praktisch so wie dieser hier. Man könnte hier schon fast die Höhe von dem nehmen. Das heißt, ich zeichne mir das dann einmal an. Und dann schneide ich das dementsprechend ab. Ich habe einmal eine Maschine dazu, wo ich das machen kann, aber so wie einige mitbekommen haben, arbeite ich hier mit der Flex. Also werde ich den jetzt hier
Einfach mal eben so freihand anzeichnen. Und dann schneide ich mir das nochmal eben dementsprechend daraus. Habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe den Schlüssel einmal eingekürzt und dementsprechend auch noch ein bisschen schmaler gemacht. Und jetzt kann man noch sehen, dass der hier wunderbar schließt. Und auch einmal durchdreht, also hier dran vorbeigeht. Und dann kann ich schon die erste Zuhaltung reinsetzen. Muss ich mal eben schnell überlegen. Genau, diese Seite. Die setze ich jetzt ein. Und dann sehe ich schon, ich muss noch ein bisschen abnehmen von dem Schlüssel, damit er hier richtig durchrutscht. Und muss den jetzt hier noch kennzeichnen auf dieser Seite, wo er also eingefräst werden soll. Okay, ich kann das gut erkennen. Und jetzt fräse ich den hier ein. Und dann arbeite ich mich jetzt nach und nach vor, bis das Ganze dementsprechend hier gleich schließt. Ich habe jetzt die erste Zuhaltung. Das habe ich soweit fertig gemacht. Jetzt kommt da die Platte rein. Und die zweite habe ich jetzt auch schon fertig. Das ist dann die zweite. Das ist der Riegel, die erste, die zweite. Mal gucken, was habe ich jetzt gemacht? Dann wiegen wir es noch. Mal wieder der Vorführeffekt. Mal gucken. Ich glaube, da unter den Riegelvorschub muss ich nochmal bearbeiten gleich. So, das war die erste. Also, jetzt zeige ich nochmal eben, was hier passiert. Und da läuft er einfach nur leer durch. Ja. Das heißt, ich muss den unteren muss ich noch gleich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Deswegen klickt das auch gerade so. Jetzt geht er ja. Ja, den werde ich aber trotzdem gleich noch ein bisschen nacharbeiten, obwohl der die Schließfunktion hat. Gut, das kann ich aber gleich noch machen. Dann kommt jetzt hier wieder dieses Teil drauf, dann das andere Teil. So, richtig reindrücken. Mal gucken. Der muss jetzt noch ein bisschen nachgefräst werden hier, deswegen steht er hier auch so hoch. Ja, und das mache ich nochmal eben fertig. Und dann sollte der gleich funktionieren. Jetzt ist das hier die dritte Zuhaltung. Ja, genau, ich muss den Finger drauf halten, weil sonst fliegt mir das Ganze nämlich raus hier. Mal gucken. So, andersrum. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Machen wir einmal den
Deckel dazu drauf. Na. Jetzt habe ich ungeschickte Finger. Ja, machen das mal fest. Gut, so jetzt können wir gleich gucken, ob der Schlüssel die richtige Höhe hat. Ja, hat er. Und Mechanik funktioniert hier einwandfrei. Der Riegel kommt raus. Das andere funktioniert auch ganz gut. So, und wenn wir jetzt hier nach dem Schlüssel gucken, dann haben wir hier einen Durchmesser von 8 mm. Und da fehlt was. Der hat nämlich nur 6. Und natürlich kann man noch sehen hier an dem Schlüssel, der hat keine Zuhaltung. Na, der hat hier Zuhaltung und der hat hier keine. Der passt dann auch für irgendwo anders zu. Gut, ja. Das war es dann soweit von meiner Seite aus. Das ist wieder alles in Funktion. Wie gesagt, wenn ich was fertig mache, mache ich immer nur so Industrieschlüssel sind das. Wenn der Kunde was Besonderes haben möchte, dann muss das erst rausgesucht werden und geguckt werden. Auf alle Fälle ist dieser Schlüssel immer der Mutterschlüssel, wo man alle anderen Schlüssel vermacht. Man kann ihn natürlich auch benutzen. Wie gesagt, ich mache immer nur so die Grundversion davon. Und wenn der Kunde irgendwas Besonderes haben möchte, dann muss man das im Katalog dementsprechend raussuchen. Das war es dann soweit von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Alles weitere steht unten in der Videobeschreibung drin. Einfach mal runterscrollen, mal lesen. Manchmal schreibe ich auch bei, wie ich was gemacht habe. Und dann kann man da sich ein bisschen Wissen holen. Ja, und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt wieder.